Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner neuen Folge von Ulvo. Ja, wir sind auf Erkundung gewesen, haben mehrere Sträucher und Blumen mitgebracht. Wir haben jetzt noch Orange. Die tun wir hier drauf. Ernten mal alle. Sehr gut. Sieht einfach alles sehr cool aus. Das Einzige, was auch im letzten Part ein bisschen diskutiert wurde, also habe ich ein bisschen geredet darüber, ist, dass wir Night Vision haben und wir kriegen es nicht weg. Wir haben hier Effekte-Adding, Effekt entfernt, ich mache es nochmals, Effekt entfernt und wir kriegen leider, was dieses wegmachen, da, Nachtsicht nicht weg. Wir haben dauerhaft 10 Sekunden Nachtsicht. Und das ist das Nervigste, weil wir wollen nicht Nachtsicht. Wir wollen ja auch noch Schatten sehen. Wir wollen auch schauen, wo es nicht gut beleuchtet ist und alles Mögliche. Typisch Mods. Also wenn ich sagen kann, sind die Mods von Minecraft einfach immer am verbuggtesten. Das sind Orangenbäume. So. Und hier haben wir die Limens. Und das sind das. Sind das auch Limenbäume? Okay. Ja, gut. Zwei reichen. Jetzt können wir gleich noch schauen, ob es irgendwo Birnenbäume hat. Hier, nein, sind Oliven und Avocados. Okay, dann könnten wir den noch holen irgendwann mal. Ich hole den mal zwischen einer Folge, den wir letzten Part da oben gesehen haben. Da. Also, das haben wir gemacht. Wir haben ja irgendwo hier eine Setzlingtruhe, Fichtensetzling, europäische Lärche und Haselnuss, Pflaume, Birke. So, Haselnuss brauchen wir nicht. Die Pflaumen anpflanzen. Wo könnten wir die anpflanzen? Wir haben jetzt leider hier. Ich komme nicht mal auf die Brücke. Kein Platz zum. Ja, okay. Ja, fällen wir hier ein paar Bäume. So, das reicht. Sehr schön. So, da brauchen wir auch keine Bäume. Sonst spawnen da drunter Monster. Gut. Also dann haben wir hier noch Blumen. Jetzt mal die Lianen und so auch als Blumen. Ja, nehmen wir die, tun wir die. Ist es die obere aufgegangen? Ich will nicht die obere Kiste benutzen. Da die rein. Und jetzt haben wir noch eigentlich alles für. Hier, nein. Mal alles rausnehmen, was nach Blume aussieht. Eckbase kommen oben hin. Also mal alles, was nach Beeren aussieht, hier rein tun. Setzlinge hier. Und hier alles Blumen. Hier oben Leder, ja, ist voll. Da haben wir auch schon fast zwei Stacks. Gut. Okay.
Ja, so viele Sachen. Ist unglaublich. Also, nicht in den Folgen machen, außerhalb der Folgen. Und ja, dann noch Goldsammelfee. Genau. Wir müssen die großen Schwarzeichenhölzer anpflanzen. Ich werde mich durch das Bedrock die Decke vom Nether durchgraben. Also durchbohren lassen. Mal schauen, ob es geht noch. Sonst gibt es so einen Automaten. Ja, das ist eigentlich eher später dann gewesen, dass man TNT so durchglitschen kann, dass das TNT im Bedrock explodiert und das Bedrock dann weggehen. Aber ich sehe jetzt gerade keine Schwarzeichensetzlinge. Tropenbaum, Akazien. Ich habe doch mitgenommen. Ja, ich habe mitgenommen. Aber wo sind die? Die sind irgendwo anders, die Setzlinge. Die Suche nach den Tropen. Nach den. Das Schwarzeichen. Okay, die habe ich gar noch nicht rausgenommen. So, lass mich richtig 4 Einheiten nehmen und jetzt müssen wir die hier anpflanzen, weil ich brauche dann bald noch welche. Die nehmen wir mit. Also die pflanzen wir an und die nehmen wir mit ins Nether. Wir haben genug Spitzhacken, wir haben genug. Ja, ich habe den Bogen halt nicht, aber der war ja wieder ohne Unendlichkeit. Ich weiß nicht, wie man Unendlichkeit am besten holt. Ich tue dann Bücherzerbung rein. Und da muss ich sehr viele Bücher verzaubern. So. Hier können wir am besten uns durch hochgraben. Aber es ist natürlich schwer da hochzugelangen. Weil das sind so leichte Blöcke. Wir operieren hoch. Die Operation hochkommen. Also ich schaue jetzt nicht, wie es am besten aussieht, sondern einfach, dass wir hochkommen. Okay, Gas ist auch schon in der Nähe, aber der kann uns hier drinnen gar nicht sehen. Außer extremst schreien. Schön, dass wir noch mehr Quarz finden. Wie man gut hochkommt. Aber es geht wahrscheinlich noch weit hoch. Ja, jetzt kann ich eigentlich immer in einer Richtung graben. Hochgraben. Das nehme ich. Am schnellsten. So, jetzt müssen wir hier alles reinmachen. Der Baum muss ja auch wachsen können. Ja, ich habe keinen Knochen mehr mitgenommen. Sonst wachsen die, glaube ich, gar nicht. Oben. Ja, wenn man nur alles direkt weiß, was man braucht. Ja, wir haben erst 20, also sollte völlig reichen, 15.
So, kurz noch schlafen, damit wir nicht rauskommen, direkt Monster haben. So. Aber wie weit tief oder hoch man die am besten, weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nur, dass man den höchsten Punkt eigentlich braucht. Ja, muss leider nochmals ein bisschen weghauen. Oh, ein versteckter Garten. So, jetzt das nur richtig machen. Hier ist am besten. Brauchen wir ja noch Erde, stimmt. Wie man das einfach nicht denkt, dass man das braucht. Das hätte ich mir eigentlich denken können, aber ich habe es nicht, hab nicht gedacht, dass wir noch Erde brauchen. So klar. Wo denke ich mal wieder? Nicht immer ans Ziel denken, sondern den Weg ans Ziel denken. Lieber Drago. Schön, dass jetzt hier. Ach komm. Also ich schau mal, ob das geht. Jetzt haben wir hier Bedrock im Weg. Nicht. Ja, ich weiß nicht genau, wie das geht. Das ist das Schlimme. Ja, er braucht unbedingt Platz. Es ist fast schon zu tief unten. Nein, nicht austauschen. Also das. Versuche nochmals. Wie können wir Knochen der Netherfestung finden? Ja, dann gestalten wir die erste Netherfestung mal um, dass wir Knochen bekommen. Aber ich schaue jetzt zuerst, bevor ich die Knochen einsetze, also Knochenmehl einsetze jetzt. Ob irgendwas steht. Bedrock überwinden. 1.14. So, ja, das ist die neue Maschine. Die brauche ich nicht, schwarze. Was von der ersten Schwarzeiche baut man die unterste, den Holzbrecherabsatz und neue Setzung und Dings in die Knochen. Dann werden die seitlichen Äste der neuen Schwarzeiche, die wir generiert und setzen einige der Blöcke darunter. Es geht nicht mehr. Wisst ihr was? Ich mache mir nicht so Maschinen. Wir müssen das halt jetzt
kurz mit Dingen wegmachen, mit Kreativmodus oder so. Das ist genau etwas, das so aufwendig ist, dass man ja das gar nicht machen kann. Es gibt keine andere Möglichkeit. Muss das leider so machen. Es ist nämlich ein Pau-Projekt, da kann man ein bisschen cheaten, ohne dass man irgendwie das Spiel kaputt macht, beziehungsweise einfach als Cheater dann wirklich keine Lust mehr hat. Wir bauen ja nur. Und erleben Roleplay mit den NPCs. Deshalb geht das völlig in Ordnung. Sonst dürfte ich mich ja nicht teleportieren, das wäre alles langweilig. Das ist nur, damit es nicht so langweilig bleibt. So. Also, das nächste ist eigentlich, dass wir da Leitern holen und uns hochgraben. Ja. Kann, glaube ich, jetzt spawnen, mache ich da Treppen hin. Kann nicht spawnen. Und so, dass hier unten Leim und Gas, glaube ich, nicht spawnen. Mal gucken. Aber das wäre etwas, was einfach nötig war. Ich habe ja nichts anderes ercheatet oder so. Ich finde es doof, dass einfach so Sachen ausgenutzt werden muss, um jetzt wirklich etwas mega gut zu bekommen oder so. Also ja, nicht mega gut, aber also, immerhin, oder? Ihr könnt einfach die Schweinezombies nicht angreifen in Massen, ohne mega Schaden zu bekommen. Es geht nicht. Deshalb, ja, war das einfach ein Schritt, der das nötig machte. So. Also, was haben wir sonst noch zu erledigen? Eben das Haus bauen. Der nächsten Folge vielleicht. Ja, ich möchte unbedingt noch einen Baum erkunden. Gehen wir in das Ebene mit tiefer Schlucht. Genau, das ist das unten. Also heißt das in die Richtung noch ein bisschen mehr erkunden. Ich weiß, das ist jetzt nicht jeder seine Sache, dass man noch ein bisschen erkunden. Aber jetzt habe ich nur noch 2 Minuten in dieser Aufnahme. Jetzt können wir noch das kurz machen. Und in der nächsten Folge bin ich dann schon ein bisschen weiter im Süden. Ich denke mal, ich hoffe, ich tue in 5 Minuten einen neuen Baum erkunden. Sonst, ja. Ja, folgen, machen wir in der nächsten Aufnahme eine Forestry-Anfangsfolge. Ich weiß ungefähr, was man braucht und ja, was man genau schauen muss. Dann werde ich da noch Forestry vorbereiten für die nächste Folge. Das ist eine gute Idee. Also. Na, dass das Spiel wieder ein bisschen am Laggen im Nether habe ich gemerkt. Sobald wir ins Nether reinkommen, laggt es ein bisschen. Ja, die Limen sind aber sehr häufig. Das ist einfach diese blöde Junk Generations mit so vielen Deko-Objekten. Das ist nun mal einfach so. Aber immer nur kurz. Ah, hier haben wir einen Flower Forest. Mal kurz schauen. Da haben wir, was sind die Plains? Plains, Plains. Das sind einfach die Blumen, die nur in Flower Forest spawnen. Einfach hier so in Plains. Okay. Also man sieht,
keine Bäume in Sichtweite, die neu sind, die eine andere Farbe haben könnten. Ich schaue immer auf die Stämme natürlich. Aber ja, muss man alles züchten scheinbar. Ich dachte, es gibt noch viele andere, die einfach so in der Wildnis sind, aber scheinbar ja nicht. Ja gut, gehen wir noch kurz hier zu diesem Berg. Oh, sehr viel Wasser. Mal schauen, ob hier Pflanzen weggespült wurden. Ja, so weiße. Ah, oh, gelb, okay. Sah von weitem weiß aus. Der Baum, der ist interessant. So. Einfach silberne Birke. Kein Setzling? Einer, okay. Ja. Gut. Also dann, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Euer Drago Basler.